Rennt. Rennt. Der Vorteil ist, die stehen da noch und sind allerdings immer noch im Flee-Modus, warum auch immer. Und deswegen werden die auch von denen jetzt nicht angegriffen, ist der Vorteil. Und deswegen kann der Punkt auch nicht eingenommen werden. Ja, lauft um euer Leben, wie läuft aber viel. Ich sehe euch gar nicht laufen. Also die Musik gefällt mir echt gut von dem Spiel. So, Entschuldigung, dass ich während der Schlacht vorhin ein bisschen leiser geworden bin, beziehungsweise gar nichts mehr gesagt habe. Weil ich da ein bisschen selber so ein bisschen taktisch überlegen musste, muss ich mich noch daran gewöhnen, dass ich die ganze Zeit quake. So, ich denke mal, das hätten wir gewonnen. Dann können wir nämlich auch in Sizilien ein bisschen beruhigter angehen, obwohl ich denke, dass die nächste Angriffswelle nicht lange auf sich warten wird. Wenn wir jetzt mal ankommen würden, hätten wir das gewonnen. Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen... So ein bisschen Glück, dass der Bug da irgendwie, dass die nicht, dass dieser Fliehen, also dass dieses, wenn diese Fahne blinkt hier, dann heißt es, dass die fliehen und dann rennen die weg. Normalerweise, wenn die rennen die dann außerhalb des Schlachtfeldes über so eine gewisse Linie, es sei denn, du bist in einer Stadt, wie ich gerade, dann rennen die zum Mittelpunkt. Und normalerweise hört sie das Fliehen auf, wenn sie am Mittelpunkt angekommen sind. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Und die Texturen spinnen irgendwie ein bisschen rum hier. Da kommen sie angerannt. Da kommen wir angerannt mit den Speeren in der Hand. Bereit für jeden Elefant und jeden... Nein. Spielen ja nicht gegen Karthago. Dann würde Elefant für das Elefanten geben. Dann macht mal hin, schneller! Und er ist tot. Warum eigentlich von Sparta? Das ist doch nicht Sparta. So. Phalanx? Okay, der Gegner wird jetzt fliehen. Lob sei den Göttern! Die Herzen unserer Feinde sind mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen! Ich nehme das Telefon ab, dass hier gerade klingelt, falls es jemand gehört hat. Weil der Anruf war nicht für mich. So, was sollen wir noch machen? Ich bin gerade überlegen, was wir dann als nächstes machen in der Kampagnenkarte. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, das ist doof. Ich hätte jetzt auf Schlacht beenden klicken sollen. Aber ich wollte eigentlich den noch töten, aber den kommt, da kommt man nicht mehr hinterher, denn das geht hinter das fliehende Pferd. Obwohl, eigentlich kommt der auch nicht aus der Stadt raus, oder kommt er jetzt raus, kann er rausrennen. Weiß ich gar nicht. Werden wir ja gleich sehen. Mit dem Pferd über der Leiter geht auch nicht so gut. Gucken wir mal, ob er rauskommt. Ach, das Tor gehört denn immer noch denen, das haben die immer noch eingenommen. Deswegen können die da auch durchgehen. Okay, klar. Deswegen kam ich davon noch nicht durch. So, dann reite mal. Reite, reite, wir gucken uns den einen Reiter als an, wie er da rausreitet. Erzähl allen in der Heimat, was wir Griechen mit euch Römern machen, wenn ihr uns in die Quere kommt. So, jetzt so, jetzt der letzte eine Mann, der so das ganze Grauen schildern muss, was passiert ist. Und so zu Hause sagen muss, oh, wir haben leider verloren. Obwohl wir eigentlich haushoch überlegen waren, haben wir verloren. Na gut, so haushoch nicht, aber sie waren schon überlegen. Ist schon ganz gut, dass wir gewonnen haben. Aber es war schon verdammt knapp dann doch. Hier sieht man nochmal, wie viele von uns hier eigentlich hier vorne in diesem Kampf gestorben sind und wie wenig eigentlich von den Römern. Im Gegensatz zu hier oben, hier sind auch relativ viele Griechen gestorben. Hier, aber hier sind, das sind alles Römer, die hier mitten drin gestorben sind. Da haben wir relativ viele abgeschossen. Oder habe ich relativ viele abgeschossen. Hier sind noch von den Bogenschützen welche gestorben. Da sind noch ein paar tot. Also man sieht schon, dass relativ nicht viele überlebt haben, denke ich mal, von den Römern. Ich schätze mal auf 10 Mann vielleicht haben überlebt. Und ich habe ja auch nur noch 40, 42. Also, okay.
44, aber die anderen beiden sind ja irgendwie so am Fliehen. Ich glaube, die kriege ich nachher und je nach Kampagnenkarte nicht wieder. Und auf zwei Leute, ja, gut. Darauf kommt es in der Schlacht eigentlich auch nicht an. So, dann lassen wir die nochmal eben fliehen. Dann reiten wir raus. Rennt beeilt euch. Wenn sie draußen sind, ist nämlich die Schlacht beendet. Und ich hoffe, das wird ein heroischer Sieg sein. Also, ich denke mal, das wird ein heroischer Sieg genannt, weil es gibt verschiedene Siegstufen. Also, knapper Sieg, was gibt's noch? Guter Sieg, glaube ich, oder normaler Sieg, oder ich glaube, nee, normaler Sieg gibt's. Knapper Sieg. Oh. Ja. Heroischer Sieg dürfte das sein. Nee, klarer Sieg ist das. Was hat die Clara damit zu tun? Dieser Sieg ist der Götter würdig. Ein Tag des Triumphes, um darüber Lieder zu machen. Klopf, klopf, klopf. So, ich glaube, so, was haben wir denn noch hier so? Die Rebellen, die haben uns nichts, können uns nichts hier. Die Makedonier, die haben wir jetzt da vorne angegriffen. Rundenbericht, wir haben ein Plus von 700. Ja, okay, geht. Fortschrittliche Seite Ägypten. Viele Armeen, die wir haben. Ja, gut. Eigentlich könnten wir das jetzt auch nochmal machen. Ich glaube, ich greife jetzt nochmal die Stadt an. Obwohl, ich glaube, ich habe nicht genug. Machen wir nochmal Leitern dazu. Das ist doch immer gut. Und damit so. Dann werden wir hier in Sparta noch Armeen rekrutieren. Moment, was ich auf jeden Fall machen werde, weil hier gerade ein neues Familienmitglied reingekommen ist. Ich werde jetzt mit General angreifen. Dann ist die Armee nochmal ein bisschen... Die Siedlung wird belagert. Wir haben hier auch noch, da sollten wir auch Armeen ausbilden. Sind das unsere? Ne, das sind die Brutti. Die uns wahrscheinlich auch gleich attackieren Sire. Wollen. Weiter. Was haben wir denn noch hier so? Schließe mich an. Rhodos. Der Koloss von Rhodos. Ich weiß nicht, wie ich vorhin auf Kreta gekommen bin. Das war der totale Fail. So. So. Hier Landwirtschaft, ja, kriegen wir nicht mal mehr hin, gut. Athen müssen wir danach auch nochmal dringend einnehmen. Aber dafür haben wir nicht genug Truppen. Ich denke mal, die wollen Athen auch gleich mal angreifen. Sieht zumindest sehr danach aus. So, ich denke, dann speichern wir mal erstmal das Spiel und dann lasse ich jetzt mal für die erste Session. Was haben wir denn hier? Butter, brutal, das ist wahrscheinlich die Brutti. Normal, Echtzeit, Scipione, aha, normal, das sind auch Juli, ach, ein paar alte Spielstände habe ich dann noch, aber dann machen wir das mal, so, Play, zack. Ja, Leerzeichen wäre nicht schlecht. Leerzeichen wäre nicht schlecht, will er nicht, egal, ohne Leerzeichen. Spiel speichern. So, ja, das war erstmal die erste Session von Rome, Total War. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich in der Schlacht ein bisschen still geworden bin, aber wie gesagt, ich mach das, hab das noch nicht so oft gemacht und muss mich daran gewöhnen, die ganze Zeit durchzureden und auch dran zu denken zu reden. Und wenn du in der Schlacht im Spiel bist, dann denkst du manchmal nicht dran, dann noch weiterhin zu labern. So, ich werde jetzt erstmal aufhören und dann sehen wir uns in der nächsten Session. Okay. Oder hören uns. Warum eigentlich sehen uns? Wir hören uns doch nur. Egal. Dann hören wir uns in der nächsten Session. So, bis dahin. Macht's gut, Leute. Hallo Leute, und es geht weiter mit unserem LP. Heute habe ich jemanden zu Gast, nämlich den Unebar. Sag mal hallo. Hallo Leute, was geht ab? Ja, und wir spielen jetzt direkt mal weiter Rome. Und er wird jetzt, Unebar wird jetzt mein Kriegsminister, sage ich mal. Weil wir jetzt, ja, du bist Kriegsminister. Darf ich auch auf Schweine reiten? Was hat Kriegsminister mit Schweinereiten zu tun? Nee, am Schafen, mir egal. Hä? Du redest... Erklär mal, was will ich jetzt wissen? Nein, lass mich. Ja, Kriegsminister reiten generell auf Schweinen, das habe ich so oft schon gesehen. Das ist in Rom normal. Ja, klar. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir hatten letztes Mal hier Syrakus verteidigt. Genau, Syrakus verteidigt. Und, ja, jetzt sollten wir ja weitermachen und was überlegen, was wir jetzt am besten machen, weil wir haben hier gerade mit dem Makedonienkrieg.
und wir könnten Athen einnehmen. Herr Kriegsminister, was sollen wir tun? Oder sollen wir auf Kreta marschieren? Auf jeden Fall Kreta. Nein, es ist größter Schwachsinn, was du hier gerade machst. Ja, Klugscheißer. Sag, was ich machen. Genau, erklär du. Ich bin dafür, dass du erstmal bei Syrakus dein Ansehen ein bisschen steigerst, weil die hier sonst einen Aufstand machen. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Gut, dass du aufpasst. So, dann sollten wir mal den Steuersatz runtersetzen, denke ich mal. So, Steuersatz runtergesetzt. Statthalter kann helfen. Ja, der ist tot, der ist gerade gestorben in der Schlacht. Warum schickst du deinen General da rein? Er ist ja nie, weiß ich nicht. Bin ich der Nächste, der da einfach mit dem Schwein reinreitet und stirbt oder was? Ja, du bist eh tot. Ach so. Du stirbst, wenn wir nicht jede Schlacht gewinnen, hier, wenn du bist geköpft. Oder die ganze Familie auch. Deine Kinder werden gehäutet dann. Nein, wir übernehmen nicht das Prinzip, dass ich jede Folge sterbe. Da stirbst du jede Folge. Obwohl der Serienheld stirbt jede Folge, du stirbst nicht jede Folge. Du bist kein Serienheld. Nein. Ja, gut. Was heißt. Der römische Kenny. So, jetzt lass uns mal was Sinnvolles machen. Angriff hier. Weiß ich den griechischen? Ja, zur griechisch. zur Römerzeit, so zufrieden. So, wir haben hier gerade. Wir führen hier gerade Krieg. Wir könnten uns. Könnten da jetzt auch direkt angreifen. Allerdings ist der Rambock noch gar nicht fertig. Deswegen sollten wir das nicht tun. Tunnel? Tunnel, Mauntunnel. Ja, okay. Unser Kriegsminister sagt, wir sollen Tunnel bauen. Ja, greif an. Ach, ich bin zu blöd. Alter! Kann es sein, dass du mich gerade verwirrst? Doch. Die Siedlung wird belagert. So, jetzt sollten wir uns mal überlegen. Wir brauchen nämlich noch mehr Rohstoffe. Weil ich kann mich daran erinnern, dass wir nicht allzu hohes Einkommen hatten. Aber hier wird schön produziert. Ich glaube, wir sollten die Runde einfach mal beenden. Wo wollte ich denn da hin? Ach ja, Ägypten. Ich muss mit den Ägyptern Witten schließen oder mit denen hier. Obwohl, nee, die muss ich wahrscheinlich noch angreifen. Oder die greifen mich an. Dann. Ich hätte mit Pontus auch Krieg machen. Wäre ganz sinnvoll. Pontus ist lustig. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, genau. Passt das Richtige. Passt schon. So. Nein, Pontus hat eine sehr gute Einheitenmoral. Oh. Weißt du was? Ich sagte noch letzte Folge, sollen wir das riskieren, hier anzugreifen? Ja, sollten wir, wenn die ganzen Armeen angerückt kommen. Kein Problem, Junge. Man braucht 3 Mann aus Sparta, dann war's das. Ja, die Spartaner sind da mit drin. Aber ich habe keinen Bock. Da sind keine Spartaner mit drin. Ja, in der Stadt nicht, aber in der Armee. Soll ich zeigen? Da. Spartaner. Yeah. Spartanische Obliegen. Yeah. Yeah. Dann können wir ja nur noch gewinnen. So, dann werden wir noch ein paar von denen hinterher schicken. Mein Herr. Ach, Befehle. Ja, Strategos. Den hast du. Die Einheiten? Du willst sie jetzt nicht von hinten ran schicken. Doch klar. Und sterben lassen. Nein, ich will die von hinten. Ich will die von hinten angreifen. Oder zumindest zur Verstärkung dieser Einheit hier schicken, weil ich kann nicht mit denen. Die blockieren den Landübergang. Die blockieren gar nicht den Landübergang. Das werden wir sehen. Werden wir gleich sehen. So. 320 Einheiten wegsterben. Gar nicht. Wir gewinnen das hier. Wir machen Griechenland zum Weltreich. Und war gut, dass man im Tag. Alter! Ist immer gut, wenn man eine Aufnahme startet und die Maus hakt. Ach, Mann. So geht. Das liegt alles an dir. Du hast eine schlechte Aura. Boah, mein Tempel ist mehr von. Ja, brauche ich ja. Stimmt, eigentlich schon. Aura. Dann haben wir Loyalität. Wen bauen wir denn mal? Der Athene? Der des Hermes? Der Nike. Was haben wir denn? Schon Athen dabei. Das ist aber gar nicht Athen. Das geht gar nicht. Das dürfen die nicht. Achso. Ja, die darf nämlich nur in Athene stehen. Jetzt bitte Athene. Das ist aber die athenische Göttin. Also die. Ist zwar auch eine Göttin für noch irgendwas anderes, aber sie ist auch Göttin von Athen. Ach so. Ja. Da sollte es. Sollte ich Armeen produzieren, meinst du? Ja, nein. Ich hab vor. Doch. Was willst du auf der Insel mit? Boah. Ja, gleich Schiffe bauen.